Ho, ho, ho. Willkommen bei Easy Young. Unser Sender feiert heute schon Weihnachten und ihr seid auch mit dabei. Mein Name ist Mario, das da ist Jana und wir begleiten euch heute durch die Sendung. Ja, seit der letzten Sendung haben wir natürlich mehr gemacht, als nur Lebkuchen zu essen. Und Glühwein zu trinken. Ja, und was genau, das zeigen wir euch jetzt. Ja, alle Beiträge findet ihr natürlich auch auf unserem Kanal in voller Länge. Und ja, wir zwei haben uns jetzt hier schon mal ein bisschen gemütlich gemacht, ihr hoffentlich auch. Und ja, alles schön und gut, aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum die von Easy Young, uns zwei Chaoten, uns hierher geschleppt haben. Ja, letzte Woche hat die Redaktion nämlich einen Brief zugesendet bekommen. Den mache ich mal ganz kurz auf. Genau, das ist nämlich ein Brief von der IOSC, für die, die Santa noch nicht auf Twitter folgen. IOSC bedeutet International Organization for Santa. Jedenfalls suchen die für dieses Jahr einen talentierten Newcomer, die die Rolle des Santas übernehmen sollen. Auf jeden Fall haben wir zwei Hübschen uns heute auserkoren, den Ehrgeiz und die Ambition aufgebracht, um diese Rolle heute uns hier live zu streiten. Ganz genau. Jeder von uns beiden hat sich ein Team zusammengesucht. Wir haben drei Spiele vorbereitet. Für jedes Spiel bekommen wir einen Stern als Belohnung, falls wir gewinnen. Und den pinnen wir da hinten an unsere Wand an. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir doch gleich an. Für mein Team Goldlöckchen bitte ich bitte einmal den Silas auf die Bühne. Und für Team Santa Shock bitte den Timo. Jawohl. So, ihr beiden, ihr dürft euch mal hier runtersetzen an den Tisch und die Handschuhe schon mal anziehen. Ihr beiden habt gleich 30 Sekunden Zeit, um mit diesen Spekulatius einen möglichst hohen Turm zu bauen. Und wir beide sorgen für, ich sag mal, etwas Wirbel.
Habt ihr noch Fragen? Nein, gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Zeit ist um. Mal schauen, wer mehr geschafft hat. Dann hast du noch welche hinzugefügt, Silas? Sei ehrlich. Nein. Ey, das habe ich gesehen. Dann geht der Sieg wohl in diesem Fall an Team Goldlöckchen. Sehr schön, Silas. Timo, alles gut. Als Belohnung kriegst du sogar ein paar Kekse. Und ich muss leider Team Goldlöckchen als Belohnung einen Stern geben. Na gut. Klar, erstmal danke Timo und Silas für euren Einsatz. Ihr bekommt später den Rest von den Spekulatius auch noch. Genau, geht's wohl in Führung. Ja, das sehe ich wohl auch so. Glück gehabt. Die Weihnachtskatastrophe. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst war es klein, man sah es kaum. Nun brennt der ganze Weihnachtsbaum. Der Nachbar draußen sieht den Schimmer und schon brennt drin das ganze Zimmer. Und statt der zünftigen Liederstrophe geschieht im Haus die Katastrophe. Die Mutter laut um Hilfe schreit, doch das Dorf ist tief verschneit. Ein Häslein nur zum Haus hinschaut, der Weihnachtsabend ist versaut. Da kommt die Feuerwehr gerannt, zu löschen diesen Wohnungsbrand. Den Hamstermann vom Boden hebt, doch er hat es nicht überlebt. Der Gabentisch ist nun ganz leer, die Kinder glotzen blöd umher. Da lässt der Vater einen krachen, die Kinder fangen an zu lachen. So sieht, man kann mit kleinen Sachen den Kinderherzen Freude machen. Danke, Jakob, für dein Gedicht. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ohne die hier wäre Weihnachten nur halb so schön. Ja, da stimme ich dir gerne zu, aber weißt du, was für mich immer am wichtigsten ist? Warme Socken. Warme Socken, gut. Was kennt man auch von Weihnachten? Prall gefüllte Bäuche und natürlich die wunderschönen Weihnachtslieder. Oh ja, die gehen natürlich immer. Ja, wer Santa sein will, der muss natürlich auch singen können. In unserem zweiten Duell dürfen wir nämlich unser Gesangstalent unter Beweis stellen. Laut der IOSC-Grundsatzverordnung muss nämlich der Weihnachtsmann auch unter erschwerten Bedingungen singen können. Ganz genau, deswegen. Max und Letizia, komm doch bitte mal auf die Bühne. Also, jeder von uns kriegt jetzt ein paar Marshmallows in den Mund, heißt Mario und ich, bis keine mehr reinpassen. Und dann dürfen wir bekannte Weihnachtslieder singen. Und der Max und die Letizia müssen die erraten. Und das Ganze geschieht innerhalb von 30 Sekunden. Und wer am Ende die meisten Weihnachtslieder rät, der hat natürlich gewonnen. Ja, der Gewinner vom letzten Duell darf dann anfangen. Das bin dann wohl ich. Driving home for Christmas. All I want for Christmas is you. Mm-hmm. They
Nächstes. Nächstes. Na gut, ich nehme es mal nochmal dazu. Dankeschön, dann sind wir wohl dran. Aber jetzt die Oberin nach unten. Die du jetzt hier bitte? Genau. Ah ja, klar. Guten Max. Wollen wir natürlich auch fair bleiben hier, ne? Ah, lecker. So, für dich, Letizia. Mal bitte ganz kurz halten. Okay. Rudolph the Red Nosed Reindeer. Tannenbaum. Nächstes. Feliz Navidad. Ich würde sagen, 3-3, oder? Ja, das war wohl ein Unentschieden. Mist, dann würde ich sagen, wir machen nochmal 20 Sekunden und schauen, wer in den 20 Sekunden die meisten Lieder errät. Fängst du wieder an? Dann fange ich wieder an. Marshmallows? Marshmallows nicht vergessen, ups. Fröhliche Weihnachten. Stille Nacht, heilige Nacht. Wie ist es? Zwei haben die erraten. Letizia, das schaffen wir. Komm, locker. Kannst du mal bitte halten, Jana? Danke. Last Christmas. We wish you a Merry Christmas. Nächstes. In der Weihnachtsbäckerei. Ja, sind wir mal nicht so. Den letzten lassen wir noch zählen. Dann Gratulation, Mario. Danke. Du darfst erstmal deine Marshmallows wieder ausspucken. Und ich mach dir schon mal ein Sternchen hin. Spannend, spannend, unentschieden. Tja, habe ich doch wohl noch mal eine Chance auf den Center-Titel, hm? Ja, das werden wir noch sehen, wer hier gewinnt. Zweifelleistung. Da so ein gutes Gefühl. Ja, tatsächlich? Ja. Schauen wir mal. Ihr werdet gleich noch verstehen, warum sich die Dame da gerade versucht, einen Schnurrbart hinzumachen. Wir haben uns nämlich in den letzten Tagen getroffen, um uns festlich zu beschenken. Was dabei für coole Geschenke rausgekommen sind, das seht ihr im nächsten Beitrag. Oh, really? Ich muss mir jetzt keinen hinkleben, oder? Okay.
Nein. Okay. Ist der Mustache neu? Nein, süß! Das passt voll gut! Oh, das ist sehr süß. Ach Gott, das ist eigentlich ein Weihnachtsbaum, dieses Jahr. Ein kleines Alpaka. Dankeschön. Wie geil! Oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Ich glaube, ich muss eine Stunde voll von Augen wissen. Wie geil! Ich habe ein neues Hobby bekommen. Ein Retro-Mini-TV-Games. Plugs directly into your TV-Ding, obwohl ich keinen Fernseher habe, aber trotzdem ein netter Gedanke. Cool, eine Hängematte. Krass. Ich habe mir schon immer eine gewünscht. So, schauen wir mal, was ich bekommen habe. Das ist eine magische Bohne. Also ich habe so eine magische Bohne bekommen. Das ist so ein Gefäß, da ist dann eine Bohne drin. Und dann kann man das, wenn man das dreimal wöchentlich gießt, kriegt man eine Bohne raus. Okay, hau rein. Ich hätte das einfallen lassen. Das schaut so aus, als wäre ich jetzt so dumm, eine Tüte aufzumachen. Oh, ein Stückchen. Kannst bitte nicht irgendwas zum Auspacken. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ein Auswahlbuch mit Rappern drin. Aber das Cover ist geil. Jetzt schon ausmalen? Ja, klar. So, wen wollt ihr denn haben? Tupac? Ja, klar. Vor allem mit drei Farben kann man schon mega ausmalen. Da ist nicht viel zu sehen. Kunstwerk ist es nicht, vor allem ich habe noch ein bisschen daneben gemacht. Aber... Wenn ihr jetzt sagt, das ist nicht schön, ne? Ach, im Mund. Achso, da bitte ein Rock-Solo draufschneiden, sonst sieht das echt dumm aus. Santa ist draußen.
So, hallo. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir so dämlich angezogen sind. Liegt daran, dass wir auch mal uns wie der nächste Center fühlen werden wollen, weil ich der nächste Center werde auch, ist ja ganz klar. Laut aktuellen IOSC-Verordnungen muss Center noch effizienter ausliefern können. Heißt, Qualität steht hinten an, Quantität vorne ran. Schnelligkeit vor Kundenfreundlichkeit. Im Prinzip Geschenke einfach in den Kamin zu schmeißen da vorne, anstatt unter den Baum zu legen. Ja, also das letzte Duell, da simulieren wir einen Teil des Arbeitstags vom Center, der ja ziemlich stressig ist. Und wir haben jetzt 30 Sekunden Zeit, um die ganzen Geschenke hier einzusammeln bzw. zu nehmen und in diesen Kamin da vorne zu werfen. Ja, der Gewinner vom letzten Duell darf wieder mal beginnen. Alles klar. Das ist dann der Mario. Ja, dann würde ich sagen, zählen wir mal ganz schnell, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, heißt 14 sollten drinnen sein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und einer ist noch drinnen. 13. Gut, dann waren es wohl 13. Alles klar. Dann bereiten wir mal die Bühne für Diana vor. Und dann mache ich dich fertig. Ja. So. Hat jemand mitgezählt? Uiuiui, ich glaube, das wird knapp. Okay, 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. 9, 10. 11, 12. Hohoho. 13, 14. Ich hab gewonnen! Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Woo! Nochmal, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und schaut doch auch gerne auf unserem Kanal vorbei, wo ihr auch demnächst noch viele weitere coole neue Beiträge findet. Unter anderem auch den PULS-Festival-Beitrag in Erlangen von 2018. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall noch schöne Weihnachtstage, frohe Feste und bis dahin, ho, ho, ho!